Kevin Großkreuz spielt schon seit rund 7 Jahren nicht mehr für Borussia Dortmund. Den BVB hat er trotzdem noch immer im Blut. Das war auch wieder beim Duell von Dortmunds Erzrivale Schalke 04 mit dem 1. FC Köln am vergangenen Wochenende zu sehen. Als den Königsblauen ein früher Treffer wegen einer Abseitsstellung aberkannt wurde, jubelte der Ex-Nationalspieler lautstark in Richtung Schalke-Fans. Ich war sehr emotional, das ist im Stadion so. Wenn man Fan ist, dann kommen auch die Emotionen raus, erklärte der 34-Jährige nun im Podcast Großkreuz und Küpper. Authentizität kommt bei dem Vollblut-Borussen vor falscher Zurückhaltung. Wenn ich da nur sitze und Popcorn esse, dann ist das auch nicht richtig. Diese Emotionalität gehöre dazu im Stadion. Ich habe niemanden verletzt, ich habe einfach freien Lauf gelassen. Emotionen raus, nichts Böses. Großkreuz gibt aber unumwunden zu, als Schalke-Fan wäre ich auch sauer. 5:3 Sieg im Supercup in Leipzig, 6:1 Auftakterfolg bei Eintracht Frankfurt. Viel besser hätte der FC Bayern nicht in die neue Saison starten können. Dies hat auch Ehrenpräsident Uli Hoeneß begeistert wahrgenommen. So wie die Mannschaft bisher in den 2 wichtigen Spielen gespielt hat, da hat mir das Herz im Leibe gelacht. Das war Unterhaltung pur, das hat richtig Spaß gemacht, freute er sich in einem Interview mit Sky. Seiner Meinung nach habe man gemerkt, dass bereits früh in der Saison vieles, gar alles bei der Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann funktioniert hat. Man merkt, dass sie Spaß an ihrem Spiel haben. Die haben sich immer wieder gesteigert, so Hoeneß. Der 70-Jährige betonte zudem, dass es für Nagelsmann wichtig sei, den Konkurrenzkampf gut zu moderieren. Es wird die Hauptaufgabe für Julian sein, dass er diesen riesigen, tollen Kader bei Laune hält. Bundestrainer Hansi Flick bedauert die negativen Auswirkungen der umstrittenen Fußball-WM in Katar. Grundsätzlich finde ich es schade, dass dieses Turnier keine WM für Fans wird, sagte der 57-Jährige im Interview mit der Frankfurter Rundschau und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Er habe viele Bekannte, so Flick, die gerne nach Katar fliegen würden, es aber aus vielerlei Gründen unterlassen. Sie können sich die massiven Preise nicht leisten, die Situation etwa für Homosexuelle sei inakzeptabel. Es gebe Menschenrechtsverletzungen, weil Minderheiten ausgegrenzt würden. Dabei sollte der Fußball für alle da sein. Darum sage ich, es ist keine WM für den normalen Fan, erklärte Flick.